Schwester der Firma Nord. Es wohnt ein Autor zu Frankfurt an der Meile, der hielt sich Gesellen zu zwei und zu dreien. Und der Erste, der sprach, mir ist er gar nicht wohl, hey, ist er gar nicht wohl. Der Zweite war besoffen, der Dritte, der war voll. Der Zweite war besoffen, der Dritte, der war voll. Du musst den Ast nehmen. Das sind sozusagen die Befreiungsschläge nach der harten Lehrzeit, ja, um, damit man mal weiß, warum wir das machen. Und eins, zwei, drei, das darf ruhig ein bisschen fatschen, Klaus. Das Binde geschnürt, mein Haupt trägt den Hut, der Schlitz führt ganz fest meine Hand. Den Schacht er verpflichtet, das tut mir so gut, er ist unser ewiges Band. Oh, Wanderschaft, Wanderschaft, du machst mich frei. Reisezeit, Feindezeit, geh nie vorbei. Hochmut und Reichtum sind mir einerlei. Wanderschaft, Wanderschaft, dir bleib ich treu. Aber genau drei, habt ihr mitgezählt, ne? Ich wollte einsmal sehr früh aufstehen. Ich wollte einsmal sehr früh aufstehen. Wollt wohl in den frischen grünen Wald, wollt wohl in den frischen grünen Wald spazieren gehen. Wollt wohl in den frischen grünen Wald, wollt wohl in den frischen grünen Wald spazieren gehen. So, wir lassen den Stiefel mal kreisen. Die Junggesellen haben nachher auch Durst. Klaus, Mario ebenso. Wir können ja hier so lange mal das hier mal wegnehmen.